Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 15. Und wir sind direkt im Schlamassel, denn wir haben ja in der letzten Folge die Leviathan befreit, also die Göttin Leviathan. Und ja, jetzt ist natürlich das Imperium am Start. Das müssen wir natürlich aufhalten. Aua, kurz mal wieder auf die Steuerung klarkommen. Los jetzt! Verpisst euch mal hier, ich muss weiter. So, der ist hinüber. Ich muss jetzt weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh, da wird schon, da geht schon richtig. Das Wasser hier? Na, vom Leviathan. Von wem denn sonst? Ich renne einfach weiter, ist mir doch egal. Okay, weiter rennen wird doch nichts. Müssen wir wohl kämpfen. Ihr wollt kämpfen? Na gut, ich komme und kämpfe euch. Au, 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 au. Die machen schon echt viel Damage. Die machen heiligen Damage. Was auch immer heiliges Damage ist. Habe ich mir einfach ausgedacht gerade. Fand ich irgendwie geil. Ja, hat er gerade einen Backflip gemacht? Noctis ist auch akrobatisch hier am Start. Hey, der Typ gibt mir das richtig auf den Sack. So, das ist jetzt mal Geschichte. Dass nur der erwählte König das Dunkel vertreiben kann. Muss ich eine Göttin belehren? Gebete erklingen, um Gnade zu bringen. Und Gnade ist es, die Götter zu Göttern macht. Der König wird sich den Göttern als würdig erweisen. Sie müssen diese Götter immer so laut sein. Und ihr? Wir warten unten. Ist nur für zwei Passagiere Platz. Spring runter! Was? Mach schon, schnell! Okay. Ja, ich will runterspringen. Hallo? Wo ist die Musik? Hä? Ah, jetzt. Sagst du so? Was ist denn das? Eine Leihgabe der Niffen, mit direktem Kurs zur Seeschlange. Nicht dein Ernst. Schlange im Anflug! Überlass das mir! Gott! Holt er seine Wasserschlange raus? Geht klar! So gut wie erledigt! Du bist echt unglaublich, weißt du? Irgendwie mussten wir noch hinkommen. Nicht schon wieder! Dämliches Mistviech! Keine Sorge. Sie kommen uns nicht ran. Ich hab keinen Bock auf Wasser. Du sollst dich festhalten! Und du nach vorn schauen! Schaffst du's rüber, Nob? Jetzt! Während der See.
Um Beistand anflehen. Segne mich mit deiner Kraft! Das war ja hilfreich. Jetzt ist schon wieder die Musik weg. Irgendwie, das ist langsam echt nervig. Oh Gott, jetzt geht er richtig auf. Muss ich dich erst umbringen, ehe du mich segnest? Leider wollen die nicht immer alles schenken. Ich kann es verstehen, aber so abgehen muss man aber nicht. Ja gut, dann muss ich da hoch. Da. Ich habe ihn getroffen. Der Ring, rück ihn raus. Wie du meinst, dann übergib ihn halt selbst. Und erinnere ihn schön an den Kristall. Schnell, kleiner Prinz, die Braut ist am Altar. Der Ring wird den rechtmäßigen König erreichen. Und dann endlich wird auch der letzte Knecht der Dunkelheit für immer seinen Frieden finden. Ihr zuerst, werte Luna Freya. Ruhet in Frieden. Sie jetzt ihre Kanagi-Kräfte uns gegeben? Scheint so. Alter, ihr habt die ganzen Flügel abgeschnitten. Ey, Luna, du bist eine Ehrenfrau. Aber sowas von. Bro. Bin ich jetzt auch ein Gott? Ich glaube, ich bin jetzt auch ein Gott. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht, Digga. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich mache ihn auf jeden Fall Schaden. Das mache ich auf jeden Fall. Schütt in seine Fresse. Gib mir deine Kräfte.
Ich sehe gar nichts hier mehr. Oh, er ist niedergeworfen. Da habe ich ein Stück von seinen weiteren Flügeln abgemacht. Ah, ich habe Ohren abgemacht. Halt doch mal die Schnauze. Wo ist er denn hin? Da oben. Wie kann denn immer noch so viel aushalten? Junge, Junge, das wird lange dauern. Irgendwie besteht der Boss hier die ganze Zeit nur aus Wiederholungen. Also ich drücke halt gerade nur noch Kreis. Ich drücke nur Kreis gerade. Mehr nicht. Aber jetzt ist er woanders. Wo ist er denn jetzt? Oh, er kommt von unten. Auf den Wasserstuhl. Wie ich ihn bombardiere, ey, das ist ja unfassbar. Komm jetzt, geh doch endlich unter. Was ist denn mit Vieh? Jetzt stirb, bitte. Ah, komm. Ist ein Ende. Boah, da ist was geknackt. Habt ihr es gehört? Und gib mir meine Kraft! Wow. Oh, ich muss noch blocken. Au, au, au.
Komm jetzt. Stirb endlich. Jawoll, schön reingeschnitten. Schön in die Mitte. Wie so ein Hacksteak. Es ist vorbei. Noctis? Luna? Du hast mich also gefunden. Ja, natürlich. Dass wir uns noch einmal sehen. Ich bin so froh. Wie meinst du das? Wieso sollten wir uns nicht sehen? Weil meine Gebete erhört wurden. Meine Bestimmung ist erfüllt. Ja, aber das hat doch nichts mit uns zu tun. Du bist auserwählt, Noctis. Die Sterne leuchten nun für dich. Und du sollst das bekommen, was dir rechtmäßig zusteht. Weißt du noch die Blumen in Tenebrae? Kommt mir vor, als wäre es ewig her. Sie blühen noch immer für dich, in den Tälern und an den Hängen. Bist du auch dort? Ich wünschte, ich könnte bei dir bleiben. Doch dieser Augenblick muss uns reichen. Warum? Ich wollte dich doch retten. Wenn die Welt um dich einstürzt und es keine Hoffnung gibt. Wenn du alleine bist an einem lichtlosen Ort. Dann schau zu den Sternen. Wisse, dass ich dort bin. Und dass ich für immer über dich wachen werde. Leb wohl, geliebter Noctis.
wieder zurück. Ich sag den anderen Bescheid. Kann aber ein bisschen dauern. Bist du verletzt? Es war ein hitziger Kampf. Da fallen Opfer. Und Luna? Ist eines davon. Das ist von Umbra. The fuck ist gerade passiert? Also, dass Luna gestorben ist, das war irgendwie auch vorhersehbar, weil schließlich musste sie ja irgendwann die Kräfte abgeben und die Kanagi hatte ja nicht wirklich einen anderen Zweck. Und ich fand auch Luna da nicht wirklich gut geschrieben. Schließlich war jetzt sie halt nur dafür da, um halt die Hochzeit zu machen, die ja irgendwie nicht stattgefunden hat, wegen dem Angriff auf die Stadt. Deswegen hat sie halt nur ihre Kräfte gegeben und den Leviathan versucht zu überzeugen, ja, Noctis die Kräfte zu geben. Aber dass dann auch nochmal, dass dann Ignis seine Augen verloren hat, also er hat da ja übelste Wunden an seinen Augen. Das ist schon echt heftig. Aber mir tut natürlich Noctis übelst leid. Also, rest in peace, Luna. Kapitel 10. Die Bürde eines Königs. Die vier Freunde setzen über die See und steigen in seinen Zug, der sie zur imperialen Hauptstadt Gerea bringen soll. Unterwegs wollen sie eine weitere Königswaffe in ihren Besitz bringen, um für die Rückeroberung des Kristalls gewappnet zu sein. Auch der Ring könnte Noctis helfen, doch noch ist der Prinz nicht bereit, sein Erbe zu schultern. Also, fahren wir auch nach Tenebrae? Erst müssen wir zum Königsgrab in Kartanika. Ignis, willst du nicht? Meine Wunden sind verheilt. Auch wenn ich nichts sehe. Für wen hältst du dich? Bitte? Wir halten nicht in Tenebrae. Wie lange willst du dich noch so aufführen? Wie hättest du denn gern, dass ich mich sonst aufführe? Du könntest damit anfangen, endlich mit Ignis zu sprechen, der es im Moment am schwersten hat. Lass mich los. Und den Ring.
könntest du auch endlich benutzen. Luna hat sich geopfert, damit du deine Pflicht erfüllen kannst und du versinkst in Selbstmitleid. So was muss ich mir nicht anhören. Offenbar schon. Oder sollte Ignis umsonst erblindet sein? Genug, Gladio. So einen nutzlosen König hat die Welt noch nicht gesehen. Halt's Maul! Hör endlich auf! Glaubst du, ich weiß das alles nicht, oder was? Dann verhalt dich entsprechend, du Lusche! Nockt! Lass ihn! Zur Ankunft in Cartansia kann Noctis sich frei im Zug bewegen. Er konnte die Abteile nach Belieben. Gut, ja, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss, ciao.